Fucking Trevor. Radio Gaga. Radio Gugu. Ich vertraue euch blind, ja? Ich betone das. Blind. Blind-Chat. Blind wie ein blinder Fisch. Wisst ihr, ich sage, ihr seid quasi wie so ein Gehstock. Oder wie so eine Lampe in der Entfernung, okay? Ihr seid die einzige Orientierung, die ich habe, ob ich das Richtige tue oder nicht. Jeder von euch sagt, ja, mach das, auf jeden Fall. Aber niemand von euch bringt gute Argumente, warum ich das eigentlich mache. Die wirklich wichtige Frage ist, wie lange halte ich denn jetzt diese Redwood-Zigaretten? Weil ich möchte nur mal ganz kurz diesen Graphen hier rausholen. Redwood war immer stabil, bis hier. Und jetzt ist Redwood sehr unstabil. Entschuldige. 350% ist das Argument? Okay, ich vertraue euch. Ich werde es bereuen. Travel-Mission? Okay, Travel-Mission. What the fuck? Wer hat hier rumgeschrien? Das ist eine sehr gesunde WG hier, Chat. Mit sehr, sehr... Stop! Stop! Mit sehr, sehr, ja, netten Mitbewohnern. Das ist ein Ort zum Wohlfühlen und Runterkommen, wisst ihr? Zum Kindergroßziehen. Bin spannend. So, was ist denn in der Nähe? D? Okay. D ist, glaube ich, Davy! YouTuber-WG. Chat, manchmal wünsche ich, ich könnte euch alle Sachen erzählen, die ich so über andere Leute weiß. Aus der Szene, aus der Industrie. Aber dann bin ich hinter eine Petze, Chat. Wisst ihr, was ich sage? Nee, wisst ihr nicht. Und das ist auch gut so. I'm a pervert. Ich hab kurz in den Chat geguckt, okay? Ich war komplett neben der Spur, okay? Ich hab kurz geträumt und ihr habt mich abgelenkt und deswegen bin ich hingefahren. Ja, genau das Auto übrigens, Chat. Ich wollte sagen, das Auto, dieser komische Camper mit den Koffern da oben, das fährt ein guter Freund von mir, GTA Online. Das ist ziemlich base, wie ich finde. Ah, das ist ein cooles Auto. Oder wir fahren jetzt zum Fragezeichen. Das ist das Fragezeichen, wo ich letztes Mal mit Michael hin wollte und ist dann verschwunden wegen dem Bullen. Lass mal gucken, was es ist. Oh, ich kann T-Shirt an. Dankeschön, Remoderwich, für die 6 Monate. Dankeschön, Lord Minori, für die 38. Can I get a signature, sir? Für die 66. The most important fight of all. Poverty. No, another most important fight. Moment. Moment. No, no, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right to consume medicinal plants. It's a Teufel, Chet. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Take a drag. Okay, ich liebe ihn. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. No, it's really interferes with the speed. All right, give it here. Wie kann es so basiert sein wie Trevor, Chat? Wenn ich erwachsen bin, will ich wie Trevor sein. Yeah. It's a real mellow contemplative high that comes from here. Those clowns over there. Ah, ich kann mir vorstellen, Chat, was da, worauf das eine Anspielung ist. I'm turning into a lightweight. What the fuck? What is happening?
sex offenders are there? How many fucking clowns can you fit in the van? This is a joke with no punchline. Ziemlich trippy. You think I'm scared of me? Wird Trevor gerade mit seiner tiefsten Angst konfrontiert, Clowns? Das ist ja Trevor-typisch. I finally flipped! This is it! Die Band geht nicht kaputt, Chad, glaube ich. Oder? Die creepy hallucination! Clownwelt. Kann mich killen? Ich hoffe nicht. Oh, die machen Schaden, doch? Das war alles nur Fantasie hier. MG7H. Danke übrigens auch an Was kostet die Welt? Ne, Wasla kostet die Welt. Dankeschön für deinen Resub, Bro. Oder deinen Fischen Sub, Bro. Ich wollte es gerade vorlesen, aber dann fing die Clowns an. Ich war gut verwirrt. Komm, geh kaputt. Geh kaputt, please. Dankeschön. Hab ich's gleich? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Come on! What is this? Two for one now! Oh nein, ich will nicht sterben, ich will das nicht nochmal machen. Yeah! Who's laughing now? I spoke too soon. Headspin. Thank God. And I suppose that's why they want to keep us suppressed. Gosh, it's been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? Was denk dir, Chad, was war dein Joint? Well, think about what I said. Ich glaube, Chad, das war eine Anspielung auf Salvia. So Disassoziativum. Meine Güte. Bei dem T irgendwie sowas, genau. Okay, ab zum D. Irgendjemand, Chat, der gerade zu diesem Zeitpunkt... Genau zu diesem Zeitpunkt unter den Einfluss von Ethanol oder THC steht. Irgendwelche Personen, die wir hier zufälligerweise anwesend haben im Chat. Marabat, danke übrigens für die 40 Monate, ich liebe deinen Namen. Rebooter mich, danke natürlich auch noch. Die Sex. Das dachte ich mir schon fast, ja. Heute ist schließlich auch Männertag, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe sogar Leute gesehen, die von meiner Haustür hergefahren sind mit einem Bollerwagen und gesoffen haben. Die haben so einen mobilen Wagen dabei gehabt zum Trinken. Und haben alle Fußballtrikots angehabt. Für mich persönlich, Chat, wäre das die absolute Hölle. Aber wenn ihr Spaß habt an sowas, auf geht's, Jungs. Knock yourself out. Was passiert hier? Ich war hier schon ein paar Mal in GTA-RP. Meistens sind in der Zelle. Ich
Devin Weston sent me. Oh, right. The helipad is on the roof. Check. I'm putting your ass in the cage. Okay, wie komme ich nach oben? Hier? Locker rooms? You pissed off the wrong cop. Roof access. Seriös, ohne T-Shirt, ja. Wir sind Trapper. Wir haben die Seriosität in unseren Augen. Das Dach ist scheinbar nicht auf der zweiten Etage. Ich habe auch so eine Mod installiert, womit man in jedes Haus reingehen kann. Also quasi jedes Haus, was begehbar ist, ist gleichzeitig auf. Oh nein, nicht Helikopter fliegen. Ah, warte mal. Ride along? Das gefällt mir. Ride along? Sure. Let's go. Boot up the scanner thing. It can pick up those new ID cards, right? When it's on, just fly where I point. Okay, booting up. You can use the sticks to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA State license. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. What? Sounds good. We're gonna go see my pal. So hey, you researching a movie or TV? You're a screenwriter, right? Not exactly. An actor? Kinda smells like you're researching a role. Hey, buddy, look, I got a confession, okay? I'm not an actor, or a writer, or the son of a bigwig. I'm a criminal, and your boss has kinda sold you to me. Sold me? I'm afraid so. Like chattel. Huh? Now we got that clear, you need to know we're looking for a high-value automobile. Once we find it, my guy in the ground will jack it, and we're gravy. Right! There he is, over by the oil derricks. Let's see if we can scan him. Public exposure! What's the deal, Franklin? I got a high ass, homie. What time I pick a brother up for any old shit? You want me to take it out on the LSPD representative sitting beside me? Man, just get the house. Dude, we looking for us down that way. I'll follow in the car. How it? You heard the man. Wherever you wanna go. Ich habe keine Erinnerung an die Mission, Chad. Ich habe die noch nie in meinem Leben gespielt. Glaube ich zumindest. You arrested my African-American friend for a minor infraction? Hübsch, oder? Mit der Grafikmod? Muss ich jetzt mal sagen, wie ich sehe. I mean, there's some bad apples in the department, but any accusation of a racist culture, You wanna bullshit me? You can bullshit the freeway! We do community outreach, but we have minority quotas. Yeah, your nice dick's got a minority quota. I should take... Look, please. We come so far in the last 2 decades. Oh, you're lucky I can't use this thing with one hand and fly with the other. Scan. Come in, Franklin. We're in position over Howick Avenue. What's the name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan. Chad? Wir suchen Chad, boys. Chad? Wir suchen Chad. Roger that. Oh boy. Sorry, Chad. Huh? We ain't after this one. Nee, sind Strauser. On a rooftop going at it. Lady downstairs in the bikini. Let's see if we can connect the dots. Haben die Sex? Car owner is still out there. Katie. Suspect not in the area. I repeat, suspect not found in the area. Alright. He might be a couple blocks east of there. Roger that. Ah, nee, also die brauchen sich gegenseitig umbringen da auf dem Dach. Die machen keine Liebe, Chat. Fabrizio. Wo ist Chad? Ist das Chad? Zeus. Would you look at that couple? Finally, some normal adjusted Chad. People in this horror. Come in, Franklin. We've got a positive ID on the suspect. I repeat, we have visual on Chad Mulligan. No vehicle in sight. Alright, look, cool.
We looking for his lockup, dog, all right? Stay on and look out. Roger that. Okay, wir sollen gucken, wo sein Auto geparkt ist. Easy peasy. Ah. Control your dog, asshole. Ich kann ihn zuhören mit Rechtsklick. Das meinst du? Danke, danke, Richard. Ah. Nice, great. You've upset him. We have lost sight of the suspect. Might have to send Pilot Boy down to draw him out. Hold on, wait. He should come out from behind that building. Wo ist er? Da. Ja, komm, da ist ein Baum. Suspects on foot. Okay, I see the chop. I ain't far away. Frage ist, geht er in das Haus oder an dem Haus vorbei? Okay. Oh ja. Suspect stopped walking. Appears to be accessing a small garage. Alright, alright, this is it. I'ma get the call. Hey, motherfucker! Oh shit! Shit! Oh fuck! Fuck. Whoa, was hat er für ein schickes Auto? Hey, look, just stay on him, man, and let me know where he is. Okay. Suspect sighted going south on Dutch Drive. Ich denke, es wird kein Problem sein, ihn zu verfolgen, ja? So wie der fährt. Und was für ein Auto er fährt. Auch ohne Marker. Hey, where the fucking asshole at? Car going north on El Rancho. Woo, woo, woo. All units be advised. We have a possible joyrider heading west on Howick in a black C-Type. Hey, man, you getting other cops on this shit? Nah, homie. I'd appreciate the authenticity. Oh, okay. Well, I fucking don't. This is Chopper Unit 3. Reports are greatly exaggerated. Over. Your boy Chad very nearly totaled the score. Oh, Chad, that was close. Chad kann kein Auto fahren. Okay, I see the motherfucker, man. I got this. Ich habe wieder keine Erinnerung an die Mission übrigens, Chad, ja? Machst du das zum ersten Mal in meinem Leben hier? Hey, you my eyes, right? Suspect back on Del Perro heading west. Frank, you gotta speed this up. He's getting away. You see him? Reckless driver sighted crossing Dorset Drive. Oh. Suspect sighted near the Life Invader offices. Dude, was macht der? Erinnert ihr euch noch an die Mission? Habt ihr die Mission vor 10 Jahren gespielt oder was auch immer? Meine Erinnerung scheint scheiße zu sein. Hey! Hey, where is he, man? Lost sight of suspect near a parking garage. Request ground units to investigate. Pilot boy! Pick us down. I need to see inside the building. Slow and steady. This camera's giving me a little air sickness. I get violent when I'm queasy. Yeah, I'm sorry. I'll keep her steady. Unauffällig auf jeden Fall, mit so einem Helikopter ungefähr einen Meter neben dem Parkhaus. Ich weiß nicht, ob Thermal Vision so funktioniert, aber okay. Ich denke, er ist es, wenn überhaupt. Das muss Franklin sein. Standing over by a row of cars, middle of the floor.
Let's see what the fuck he's doing. Damn! You're the reason these places stink. Stank-ass motherfucker. Come on. Last drop. Pinkelt er dahin? Da war der falsche, hä? Huh? Geh dahin. Near side of the garage, on my left. There's a man in a car. This better be him. This better be the guy. Ah ja. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something, but it ain't. Wenn ich ihn jetzt töte, ist die Mission fehlgeschlagen. This ain't got no resale. Zilf. Ich töte ihn lieber nicht. Suspect down! Fine work, ground unit! Oh, ich habe ihn gekillt. Mit einem Knieschuss. Easy. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? Oh. I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dawg. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. At least the ball hurt. Come on, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a line tamer or some shit. Ich hab für eine Sekunde auf die Karte geguckt, okay? Ich wollte ausweichen und alles war clever. Das war nicht geplant. Shit. This girl, shit. Man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. Das Auto ist leicht lediert, okay, ist quasi eingefahren. Hier und da mal eine kleine Beule. Das war nicht ich, das war der Typ, ja? Habt ihr gesehen, wie der damit gefahren ist? Den Gangster. Kannst du sagen, wir bringen das in einen guten Zustand dahin. Vielleicht nicht im sehr guten Zustand, aber im guten Zustand. Jetzt gebt ihr mir das Gefühl, als wenn die Mission fehlschlagen könnte, wenn ich das Auto zu sehr kaputt mache. Jetzt hab ich ein bisschen Schiss. Ich fahr extra vorsichtig, extra behutsam. Mhm. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Okay, danke. Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are casual exposition im Hintergrund. And you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Okay. Ich nehme einfach das. Zweimal die gleichen Autos übrigens.
Ich glaube, der hat nur den Motor an, richtig? Der will nicht losfahren. Wir können nicht blockieren. Check. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Easy. Oh. Sind wir gerade zum D gefahren? Nee, oder? Wir sind nicht zum D gefahren. Aber da war doch gerade ein D für Franklin. Deswegen habe ich es da überhaupt markiert. Und das ist jetzt weg. Muss trotzdem mal hinfahren. Vielleicht taucht es auf, wenn er das nicht hinfahrt oder so. Aktien? Oh ja. Danke für die Erinnerung. Seht ihr, Chat? Was wäre ich nur ohne euch? Nichts. Redwood ist immer noch nichts, Chat. Ich will nicht im Dip kaufen und im weiteren Dip verkaufen, Chat. Wir müssen warten. Ich glaube, die Aktie erholt sich erst in einer Woche oder in einem Monat oder so. Oder? Was natürlich auch eine Möglichkeit ist. Die haben mich verarscht. Die haben mich so hart verarscht. Und ich habe einmal ganz Geld verloren durch diese blöde Investition in Redwood. B Fragezeichen L. L ist auf jeden Fall nächste Mission, wo ich möglicherweise investieren müsste. Also fangen wir erst B. Sehe schon kommen, Alter. Diese Redwood-Scheiße, das war der größte Fehler meines Lebens. Und ich habe all mein ganzes Geld verloren in GTA. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich schon Immobilien und so weiter gekauft habe mit dem Geld. Ich hätte ja quasi alles investieren können. Es wäre so viel Kohle gewesen, so viel Gewinn. Naja, später sind wir nochmal schlauer. Ich habe heute zum allerersten Mal jemals in ganz GTA. Ich habe das Spiel seit 2013. Ich habe noch nie den Aktienmarkt benutzt. Heute das allererste Mal eine Achievement bekommen dafür. Okay, das gucken wir uns das. So I take it I can count on your attendance, friend. Huh? At the smoke in. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. What? It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know. Get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Was soll schief gehen, huh? Just a mellow, sophisticated high. Man, it seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. Okay, wir halluzinieren nicht. Warum? Haben wir zu viel Toleranz? Wir sind Profis, Chat. Wir haben Übung. San Andreas needs you. I'll text you where the stuff is. Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops and the monsters. They're everywhere. Das war's? Naja, mal gucken, was passiert. Oh je, Tencent Boys. Oh oh. Monka. Das war's? Das war die Mission? Geh dahin, rauch Weed und werd nicht high und das war die Mission? Okay, Michael. Trevor ist gerade am Halluzinieren. Wobei, Trevor hat vermutlich halluziniert, weil er gleichzeitig auf Speed war, Chat. Er meinte ja, das interferiert mit seinem Speed. Auf zum S.
jetzt hier nicht ein Fußgängerweg? Was mache ich hier mit dem Auto? Übrigens, Chat, ich habe immer noch in Erinnerung, dass wir irgendwann mal hier eine Mission haben, wo wir hier reinfahren und einen gepanzerten Kuruma oder so weiter haben. Und aus irgendeinem Grund denke ich immer noch, das wäre irgendwie die Mission vom Anfang. Aber wir haben die immer noch nicht. Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf sagt mir die ganze Zeit, bald kommt die Mission, bald kommt die Mission. Und wir spielen schon seit 10 Stunden, 12 Stunden. Aber die Mission kommt einfach nicht. Ah, das geht ja online. Okay. Meine Erinnerungen vermischen sich. Hier ist doch gar niemand. Es? Oh, sag mir nicht auf der anderen Seite hier. Zieh ich bitte hoch. Hier, wie kommen wir da hin? Werde ich jetzt wieder beschossen? Hallo, gearbeitet hier. Sieht aus wie. Achso, hier sind die Filmstudios, ne? Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have 3 secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between 2 yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. 0 talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Die Szene sah nicht aus wie aus 2013, Mann. Sie sah richtig gut aus. Ich habe keine Grafikmods drin, Chat, die irgendwelche Models oder so weiter verbessern. Das übersteigt die Fähigkeiten der meisten Modder. Ich habe nur Shader-Mods drin. Und Props stehen überall rum. GTA sieht einfach so gut aus. Auf jeden Fall, dass ihr verwundert seid, warum es so gut aussieht. Hey, Solomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God, no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally,
in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. Oh, all right. Also knapp. Hat keine Augen im Kopf? See you on the set, boss. Hätten nur kurz bremsen müssen. Oh, was müssen wir machen? Bin gespannt. Denk dran, Chad, wir müssen die Kippen noch später verkaufen, die Aktien. Das habe ich nicht vergessen. How you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. I gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet, okay? Let's go. Oh je, Schleichmission. Ob das gut geht? Wie war das noch gleich? Wie wir nochmal schleichen? Ah, Steuerung. Geht das gut hier? Whoa, you need to go. You shouldn't be here. I'm calling the boss. Oh nein. Voller Master Chat. Ich wollte eine Pistole in die Hand nehmen, aber hatte außerdem eine Handgranate in der Hand, okay? Das kann jedem passieren. Erneut versuchen. Habe ich irgendwie eine schallgedämpfte Waffe? Ich sollte mir echt irgendwie die Waffen modden, Chat. Nur ein Schalldämpfer auf den scheiß Waffen. Okay, ist glaube ich obvious, wir müssen hier hoch. Back off. Haben wir ihn alarmiert? Yep. Ich habe keine Waffe mit Schalldämpfer auf diesen Charakter. Oh je. Ich weiß nicht genau, wie wir die Mission schaffen können. Ah, Nahkampf. Natürlich. Bro! Der war gerade woanders! You're gonna have to meet my boss. Problem gelöst, Chat. Der offensichtliche Weg wäre rechts rum. Ich lieber rechts. Ich bin rechts. Oh shit. Bro, kannst du bitte in Deckung gehen? Oh mein Gott, gib es. Ich hasse diese scheiß Kacke hier. Dankeschön. Da hinten ist die Leiter. Okay, für mich sieht das so aus, als wenn wir es geschafft hätten. Wir gehen hoch und klauen den Helikopter. Und ist das überhaupt unsere Aufgabe? Day trip's over, gentlemen. You're going back to set. You get lost, Wrinkles? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Marco, du hast keine Chance. Gib auf.
klassische linke Maustaste-Spam, der hier niederrast. Dankeschön, Ending 137 für die 16 Monate, Bro. Danke für deinen Resub, man. Mucho apreciado. We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. All right, yeah. Okay, sure, man, sure. All right. Let's get back to the lot. Oh, bitte. Warum muss ich den Helikopter fliegen? Oh mein Gott. Ich hab diese Scheiße hier mit BSAD und dann irgendwas auf dem Numpad drücken. Hold on! Look, you can bully him, but you can't bully Talon, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talon? Schau mal, wie gut das hier aussieht. Das ist die Grafik, Mord. You're gonna be a good boy when I'm done. Überall die ganzen neuen Bäume. I don't know who you think you are. Just jumped up to studio security? What the fuck, Alter? I'm Solomon. Ich soll unter Brücken herfliegen? Ich? You're more sensitive than you let on. Yo, get ready for crashes. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit! Oh fuck, oh shit! You meant to go home with him! Can I just say I was just in this for the promise? Ich soll 50 Brücken unterfliegen. I don't want a new deal. So much has to be off the show entirely. Das ist ein fucking Scherz. I've got a feeling you might want to reconsider as well. Under the bridge? Stay over the bridge! Noch geht's gut. Under the bridges? Don't fly under anymore. Enough! Enough! Yay! Right, I'll do the shitty movie for the shitty money. I'll do anything you want. I'll blow you. And just stop! Finally, you come to your senses. I'll take you to the studio. Back home, boys. Mein Gott, sieht das hier hübsch aus. Hey, Milton, what? I think you owe an apology to Mr. Richard. Du, das Schau macht mich wahnsinnig. No, you should apologize to me. Irgendwas auf dem Numpad drücken und irgendwas auf BSAD. Hättest du was ausgedacht als Kompromiss für PC-Steuerung? You kidding me, right? I am an artist, dude. I'm your apologizing. When you see Solomon, you say, sorry for the misunderstanding, sir, and you will always, always appreciate the opportunity. Du, nicht so schnell. Now, where am I putting this thing down? When Kevin Weston came to do a studio, wo ist der Empty Water Tank? Das Schwimmbad da, das blaue? Put it there. Ja, passt. The water tank turned parking lot. Willst du einfach runterballern? Ich glaube schon, oder? Ja, wir sind ja nicht in Armer. Oh. Solomon's Office. Ach nee, mit der Maus finde ich das schwieriger als mit BSAD tatsächlich und mit dem Numpad. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir, and I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume, but would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. Ooh. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Whew. Ah! Hell yeah. Michael hat gerade das Gefühl, er hat zum allerersten Mal wieder in seinem Leben eine Bestimmung. Auf zu B. Okay, welche Karte können wir nehmen? Ist hier irgendwo was? So, Enter drücken. Moment. Spielen wir weiter, Michael? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen? Wir haben nur das L von Lester. L von Lester bedeutet allerdings wieder vermutlich Assassinierung, hä? Hier oben ist nix. Gar nichts.
Okay, entweder Lester oder B. Und Aktien? Ah ja, gute Idee. Die Story hier, die ist wie ein Kinofilm, Chat. Ich genieße das sehr. Ich könnte quasi auch das Spiel einfach nur quasi zocken und nur um die Cutscenes zu gucken. Brentwood ist immer noch völlig im Keller. Ich hoffe, das erholt sich. Hey, Mr. Madrazo. How's that rebuild going? Good. I need to see you. Come to La Fuerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey, look. Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. Ob ich die Red Dead Redemption 2 Story spiele? Ich bin ganz ehrlich, ich denke, das wird auch erstmal heute der letzte Stream sein für die Story, egal ob wir durchspielen oder nicht. Ich muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen andere Sachen machen im Stream. Aber wenn wir irgendwann wieder so eine ruhige Phase haben oder so, könnte ich auch Red Dead Redemption 2 spielen. Safe. Das ist das Auto, was Asta früher hatte. Ich habe immer gute Erinnerungen, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre. Versteh mich nicht falsch, ich muss das leider als Streamer machen. Ich bin gezwungen, leider. Ich würde das sonst machen. Ich würde auch jeden Tag GTA spielen. Aber das geht nur, wenn ich GTA RP spielen würde. Leider. Danke übrigens, Chat. Ich hab's jetzt erst gesehen. Was fragt man? Grünitsch hat gerade eben 5 Subs verschenkt. Falls ihr zufälligerweise einen F habt, ich würde mich riesig darüber freuen. Und ich glaube Grünitsch auch, Alter. Danke, Grünitsch. Das ist super großzügig von dir. Stottelmeier, danke für die 2 Monate. Danke. Besten Dank. Ist auch schön, euch alle zu sehen, Jungs. Ulong. Macht so viel mehr Spaß, wenn alles aktiv ist. Deswegen kein GTA-Story, weil ich diese Aktivität brauche. Da oben? Hä? Oh Gott, Alter, passiert jetzt genau das gleiche, was mit Trevor passiert ist, nur jetzt mit Michael auch nochmal. Wir waren noch genau an der gleichen Stelle. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. Mana. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Fühlt sich 1:1 an wie das, was Trevor passiert ist. Wenn ich das gegen Aliens kämpfen muss. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Oh, the fuck! That. Yep, ich muss wieder irgendwas killen. Aliens diesmal. Deswegen solltet ihr nicht anfangen zu kippen. Gehen wir davon aus, muss ich nicht nachladen mit dem Baby hier. Where are you fuckers coming from? Nur auf die Minimap, um die zu finden. Irgendeiner da. The fuck are you? No. Da, oh Bro, damit habe ich nicht gerechnet. The
Was? Muss schnell ADAD drücken, damit ich. Muss hier woanders hin. Ah! Dude, ich kann nicht so hoch aimen! Mein Maus! Bro! Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Oh. Oh. Ooh. Oh, feels so good. Flashbang. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Der Trip ging bisher am längsten bei Trevor. Das ist nebenbei. Danke übrigens, Mr. DRL Danas, für den T1-Sub, Bro. Du bist wie so ein Einhorn mit dem T1-Sub hier. Danke, Bro. Weißt du, schätzen. Stottelmeier, danke auch nochmal für die 2. Ending, danke für die 16. Danke euch, Jungs. Ich will einfach nicht diese Lester-Mission machen, Chat, aber die Lester-Mission ist das, was uns, glaube ich, hier auf die Nase gedrückt wird, Mann. Das sind alles nur Side-Missions, die wir die ganze Zeit machen. Seid ihr cool mit Side-Missions oder sollen wir weiter Main-Quest machen? Ihr entscheidet. Aktivität und so, ihr wisst schon. All good? Okay. Dann machen wir Side-Missions. Weil, ich sag mal so, ich will halt immer noch warten, bis der Redwood-Preis sich, quasi wieder normalisiert hat, damit wir das Geld von den Redwood-Aktien einnehmen können. Damit, wenn wir die nächste Assassinierungsmission machen, halt überhaupt Kohle haben zu investieren, wisst ihr? Oder wir haben gekauft im Dip und wir verkaufen wieder im Dip. Und machen die. Nein. Wir haben eine Side-Mission, also machen wir eine Side-Mission. Komm, vielleicht gibt's hier irgendwas Cooles aus. Können wir mal checken. Redwood, Zigaretten. Redwood ist immer noch minus 66,82. Guck mal. Seit zwischen Samstag und Sonntag ist es gedippt. Und einen ganzen Tag. Ah, man sieht hier auch, wie lange schon. Also, es ist erst ein Tag vergangen, mehr oder weniger. Einen ganzen Tag lang liegt das Ding immer noch brach. Ihr habt gemeint, es braucht eine Woche, um sich zu erholen. Kann ich irgendwie Zeit skippen? Kann ich irgendwie die. Ihr wisst schon, was ich sage? Die. Kann ich irgendwie quasi Tagesskippen? Kann ich so 3 Tage warten? Oh. Schlafen gehen? Muss ich überlegen. Ist egal, mit welchen ich schlafen gehe? Oder wir gehen wasted oder wir sterben eine Runde. Stimmt, aber es kostet Geld. Okay. Machen wir die Side-Mission und danach gehe ich irgendwann mal mit einem der Charaktere ein paar Tage schlafen. Dann gucken wir, was nach ein paar Tagen mit den Aktien passiert ist. Und dann machen wir die letzte Mission. Ich erinnere mich an diese Mission hier. Das ist so eine komische Mission, wo irgendwie die Ehefrau von dem Dude irgendwann sich in mich verliebt, glaube ich. Schickes Anwesen auf jeden Fall. Deutlich mehr Bäume hier als vorher. Mein Fress ist hier grün plötzlich. Wie ein Wald. Oh, Trevor. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Oh. Genau das. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit.
So what did you tell him about me, about... Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. Ist gerade draußen hergerannt. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot it down and get the files back. Das ist der Kerl, von dem wir das Haus kaputt gemacht haben, ne? Ganz am Anfang. Dieser mexikanische Gangsterboss. Come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right. You look like you struggle. Können wir sein Auto nehmen? Nope. Hey, and let's stay in touch on the headsets. So viel zum Thema, woher kommen die Headsets? Die haben scheinbar immer Headsets, wenn sie irgendwie zusammen eine Mission machen. Auch diese Mission? Keine Erinnerung, Chat. Auch dieser Weg, den ich jetzt gerade fahre, durch die Mod, mit den ganzen Bäumen. Ich erkenne kaum den Weg, wo ich gerade herfahre. Fühlt sich an wie eine neue Map. Jo, was ist mit dem LKW-Fahrer los? Siehst du, nicht nur ich fahr scheiße, auch andere. Mike, you there? I got some poor bastard's dirt bike. Yeah, okay, well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for it. Bro. We don't gotta. Den Auto fahren. But I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Yeah. Keine Ahnung, was wir machen. Irgendwas beim Observatory oder beim Observatorium. Vielleicht eine Sniper-Mission? Vielleicht irgendeine andere Mission? Keine Ahnung, Chat. Ich lasse mich völlig überraschen. Transporter, ah. Erinnere ich mich an die Mission? Hä, wo ist der Transporter? Hier rechts? Im Wald? Hier? Ah, da. What the fuck? Warum erinnere ich mich auch in diese Mission nicht? T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. Hab ich jemals dieses Ding hier? What? Now take down the jet. I don't see nothing yet. I got her. Southwest of the city. The jet's moving. Gotta give a lead. Oh. Oh. Southwest? Ich guck grad Southwest. Muss ich das Auto umparken? Bin ich blind?
irgendwie oben in der Luft? Ah, Southwest, so viel dazu. Heading Southwest quasi. That didn't do it. Die Mission habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Könnt ihr mich erzählen, Chat? Die ist komplett neu. That'll go down next time. What? Ah ja. Lag wohl daran, dass irgendjemand Southwest gesagt hat, hm? Nächster Versuch. Oh nein. Gotta take another shot. Give me a second. Schmeiß ich jetzt eine Granate? Ah ne, okay, alles gut. There it is. Out past downtown. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Ich will nur sicher gehen, aber vielleicht die Waffe benutzt, die ich da über das Mausrad freigeschaltet habe. Aber alles safe soweit. Bird strike. Hey, you see it? Plane's coming down. Can you stay with it? Habe ich jemals diese Mission gespielt? Danke, Eddie Süffling, für die 80 Monate, Brother. Welcome home. Okay, gotta take this off-road if I'm staying with the plane. Okay. Seht ihr, dass die Bäume normalerweise nicht da sind? Ich liebe diese Mob-Chat. This is flight November 9er Charlie Echo. Our engine number 2 is blown. Roger November 9 Charlie Echo. Fly at 240. Stay your souls on board. Oh shit, falsche Taste. Oh fuck, falsche Taste. The pilot's fighting it, but he's going down. Schlieg durch die ganzen Bäume durch. Flight November 9 of Charlie Echo. Stay your souls on board. Two souls on board. Engine 2 totally lost. All hydraulics lost. Oh fuck, guck mal, der Baum war gemoddet, der wäre niemals da gewesen. Im Base Game. Das zählt nicht. Das ist kein wirklicher Sturz. Roger, November 9 of Charlie Echo. Where are you putting it down? We're not gonna make the runway. Gonna have to ditch the son of a bitch and hope for the best. Bisschen random mit den dicken Redwoods links und rechts, stimme ich schon zu. Ich komme noch hinterher, richtig? Tut mir leid, Hundi. Where are you putting it down? Can you make the Alamo Sea Airfield? Can't pull it round. Gonna have to put it down in a field somewhere. How you doing out there? We still got him? I'm on him! He's past the airfield! Landing ain't gonna be pretty! Oh shit. Flieg nicht über den Teich. Can't go around the train, gotta go over it! Stunts. We have no hydraulic systems, no elevator control, very little aileron control. Serious doubts are making landing strip. Need to ditch! Roger, November 9 of Charlie Echo. You lost your manual flight control system. Pull your flaps. Lande endlich, zieh runter! Okay, this guy is going down any minute! Good. Let's hope he don't take out some poor farmer while he's at it. Only thing they farm out here is methamphetamine! Ah, Trevor Phillips country! God, I miss it out here! You gotta come visit sometime! Yeah, you know what? I'm good. Losing altitude rapidly. I'm gonna have to bring it down in dirt! God help us! Er hat das zum 10. Mal schon gesagt, dass es irgendwo runterbringen muss. Bring's endlich runter! Oh. Oh. They're in the dirt! Good. Get the files. And if the cousin made it, take him out. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we... He's one of Martin's people. Zeug, Chad. Oh shit, keine Munition. Das ist cool. Ugh.
Okay. Was ist passiert? Vermutlich nichts Wichtiges, oder? Nein. Ich denke, er hat irgendwie angerufen und hat gesagt, hey, ja, ist alles in Ordnung, ich hab den Koffer, wir treffen uns da und da. Amoeba! Amoeba! Wer bist du? Neox, danke für die 42 Monate. Vielen Dank. Das hast du noch nicht gemacht, Chat. Vielen lieben Dank für deinen Twitch Prime Sub, Neox. Sehr, sehr freundlich von dir. Ist das ein guter Ort? Das ist ein guter Ort für sowas. Kann das Auto kaputt gehen von so einer Benzinlarche? Oh shit. Wir gucken. Ich meine, ich kann doch den Motor kaputt schießen. Komm schon. Ah! Okay, hier ist kein weiteres Auto zum Fahren. Stopp, stopp, stopp! Thank God. Dann bin ich Kerze, ja, Mann. Aber guck mal, wo das Auto hingefahren ist. Was ist das für ein Scam? Ich weiß nicht mal, wo der Tunnel hinführt. Komm, wir nehmen das Rote. Hallo. What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! Ah. I want me to plot twist. Somehow I don't believe that. Er nennt ihn mittlerweile Trevor und nicht mehr T-Chat. Oh oh, die sind sich näher gekommen, die beiden. Charakterentwicklung. Zurück in die Wüste. Denkt dran, Trevor hat auch noch so einen Anruf bekommen von der O'Neill-Familie. Diese Crack-Dudes, die wir vor kurzem umgebracht haben. Die wollen auch sich irgendwie noch rächen. Mal gucken, ob die auch noch mal irgendwie ins Spiel kommen. Ich habe die Rennerdistanz übrigens auch verändert, sodass wenn man quasi hier wie jetzt aus einer Straße Vollgas heizt, dass die Striche in der Mitte nicht mehr so blurry sind. Wir spielen quasi gerade GTA 5 auf maximaler Qualität. Mit 144 FPS, wobei jetzt gerade mit 88, aber ihr seht es eh nicht. Oh, wir gehen sogar zur O'Neill Farm. Glaube ich. Oder wo sind wir hier? Ein Zementwerk. Where is he? Welche Mod meinst du genau? Ich habe ein paar Mods hier installiert, aber alles ist immer noch Vanilla. Nur die Grafik ist besser. The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Was Odin schreibt. Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, Trevor! I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back?
All right, now, Patricia. She already called shotgun. I know a nice little place we can hang out, you know. It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. Ich erinnere mich, dass Patricia irgendwann anruft und so verliebte Nachrichten und so weiter einsendet. Also irgendwas muss passieren, die verliebt sich irgendwie. Moment, steuert das Ding nicht? Oh wow, was zum Teufel? Franklin? Habe ich Franklin gewechselt? Oder war das jetzt Teil der Mission? Ich glaube, das war Teil der Mission, oder? Ah, mit der linken Maus, das mache ich das weg. Check. Good boy. Aktiencheck, gute Idee. Bla bla bla, Barry, I don't care. Ich denke, wir müssen einfach ein paar Nächte pennen, damit das steigt. Ich glaube, das ist immer noch, hat sich immer noch nicht verändert. Nee, Redwood ist, wie gesagt, seit ungefähr anderthalb Tagen down. Lass mal ein bisschen schlafen gehen. Mit welchem Charakter kann man, sollte man am besten schlafen gehen, Chad? Mit Franklin, Trevor oder Michael? Was mit Chop? Kommt er jetzt nicht ins Auto rein? Ah doch, ich dachte schon. Ist egal, okay. Ich glaube, unser Haus ist direkt nebenan. Gehen wir zu unserem Haus. Mit Franklin. Achso, wir waren noch nicht im Haus drin. Schließlich neu. Ist hier unten. Kannst du eh nicht wechseln gerade? Oh, stimmt, ja. Ich kenne euch echt gut aus, ja, erinnert euch an alles. Das ist Frank, das ist nur ein Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern. Die sind in der Garage, Bugs. Die Garage ist auf jeden Fall besser als die, die ich in der Grove gekauft habe für 30.000. Aber wir wollen schlafen gehen. Traumhaus, wirklich. Traumaussicht. Danke, Günther Gunthus, für die 20 Monate. Und ich weiß, wie sich Umzüge anfühlen, Bro. Am besten entspannst du jetzt erstmal ganz hart, Alter. Heute schießt die Männertag und so. Es ist okay, heute zu trinken. Du weißt, was ich sage. Ich hasse Umzüge. Tod. Wo ist mein Bett? Wo schlafe ich? Ah, hier. Er hat sich nicht mal Schuhe ausgezogen. Neuen Spielstand anlegen. Kann ich direkt wieder pennen gehen? Bin ich alles immer neu? Hier, ist es der? Ne, warte. 23, 8, 18, ist heute der 18? Heute ist der 18, let's go. Ich war mit noch keinem Charakter beim Friseur-Chat. Ich habe streng genommen Redwood-Aktien mit jedem Charakter gekauft, Chat. Mit anderen Worten, egal, ob ich mit Franklin eingeloggt bin oder mit den anderen beiden, ich kann immer die Aktien verkaufen. Finanzen und Dienste. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt die anderen beiden zum Beispiel gerade in der Mission sind und nicht verkaufen können, weil... Oh mein Gott, Alter. Wir haben jetzt einen ganzen Tag gewartet. Also quasi... Einmal schlafen ist quasi Hälfte des Tages. Was ich meine ist, wenn der Aktienkurs sich erstmal erholt hat von dem Dip, dann bleibt er ja erstmal oben, oder? Zumindest hoffe ich das. Also ich meine, der ist ja nicht unten, nur um dann einmal nach oben zu spiken, wieder direkt runter zu spiken. Zumindest der Trend hier links sagt ja, dass es relativ konstant war bis zur Assassinierung und dann fiel es in den Keller. Ja, ich gehe noch zweimal schlafen, Chat. Also quasi einen ganzen Tag vorspulen. Dann gucken wir noch bei den Aktienmarkt an. Wenn das nichts bringt, dann fahren wir mit Frank wieder durch die Gegend. Wir können allerdings auch irgendwie Dokus oder so gucken heute, Chat. Je nachdem, wie ihr euch so fühlt oder was irgendwie, keine Ahnung, nice wäre. Also nur so als Option. Keine Domandai, nein. Nein. Unter keinen Umständen.
Ja. Verstehe mich nicht falsch, das ist zwar irgendwie so ein bisschen wie ein Eingeständnis, dass GTA-Stories nicht bringt sozusagen, aber es bringt auch nichts, Chat, wenn ich mich zwinge, die Story weiterzuzocken und dann die ganze Zeit irgendwie so ein mulmiges Gefühl habe. Wisst ihr, was ich sage? Ihr wisst genau, was ich sage. Ihr kennt mich lang genug. Ich gehe offen genug mit den Gefühlen um, dass ihr versteht, was ich meine. Das war jetzt GTA. Also ich habe heute bestimmt 10 Leute fragen sehen nach Daisy, Arma etc. Und so gut wie niemanden schreiben sehen, dass er gerade Bock hat auf GTA 5. Außerdem ist der Chat recht ruhig. Chat, ich bin einfach gerade, ich glaube, ich habe gerade wieder so einen komischen Moment, wo mein Kopf mir Streiche spielt. Ich sollte jetzt nicht weiterreden, sondern einfach zocken. Es drückt nur so, wisst ihr? Ich gucke die ganze Zeit in den Chat, spielst noch Arma, spielst noch Daisy. Kommt heute noch, machst du dies, Mods müssen ständig Leute sein. Und dazwischen Stille. Scheiße, Mann. Dann fühle ich mich wie so ein Versager als Streamer. Du hättest aufhören zu reden. Michael! Moment, das Grün ist einem richtig? Check. Lest es erstmal in den Chat für ein paar Minuten, nicht Chat, sonst dreh ich durch vermutlich. Tut mir leid, dass ich gerade einmal so mich ausgekotzt habe. Das ist super süß, dass er schreibt. Where you at, man? Your house is empty. Ah, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Now bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that? Your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. Seht ihr? Er hat ein gutes Herz. You need your eyes examined, then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story, it's just not quite come good yet. But I heard about something. To do with Meriwether. Those assholes. Big cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Fantastic! Let's go! I'm in. Whoa, no, not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go. The weapons are coming in by air. We've got a plane over at the airstrip. Great, let's go! Oh, bitte nicht wieder Flugzeug fliegen, bitte. Alles, nur kein fucking Flugzeug fliegen. Wie mache ich das immer? Ich will immer Escape drücken und komme dabei auf die Tilde. What are you gonna do? Hey, das ist das Ding, das ich kaufen kann. Take out a private army on the ground, Ron. Könnte ich jetzt rein theoretisch... Ich könnte jetzt rein theoretisch okay. Aktien verkaufen. Well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist. Giving back the hardware. Immer noch komplett im Boden. Bullshit. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I got it. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. Oh, warte mal. Ich könnte ja quasi noch mehr Geld in Redwood investieren.
mit all dem ganzen Geld, was ich jetzt gerade verdiene. Vielleicht soll ich permanent kaufen. Wo ist mein Money? Wo ist mein Consultancy und mein big fat Dividend? Ich will ein Franchise-Network, Ron. Ich will Reward-Cards und Merchandise. Ich will make Gun-Violence und Drug-Dependency accessible to every man and beast from Hove Beach to Vespucci. I want Country Clubs. And a depressed wife, blonde hair, and a hot little secretary who bounces on my boy. Maybe if you'd buy into Oscar's business, I'm hearing there's a lot of bounce in the firearms sector. Well, I heard there's a lot of bounce in your head. Where's the TP Enterprise windfall, huh? It takes time. Time and money. Oh, es ist wirklich eine Fliegemission. Just the plane I need to take on a heavily armed, tax-funded militia. Wie viel Geld habe ich gerade auf Trevor? Oh, $1. Okay, vielleicht kann ich keine Investition mit Trevor gerade tätigen. Call our guys south of the border. Tell them there's a fire sale. I'll get you on the CB. Ich schaff das schon mit dem Numpad. Gib das Geld her. Give the money. Ich weiß gar nicht, welches Taste ich drücken muss zum Abheben. Moment. Jetzt. Knights of Krustenkäse. Dank für die großzügige Spende, Bro. Ich freue mich, dass es dir gefällt, Mann. Auch wenn ich gerade ein bisschen Compliments gebetet habe in der Hinsicht. Danke. Unter Guntus, danke schön nochmal für die 20 Monate. Was? Also ich soll tiefer fliegen, nicht höher. Relax, Bro. Cargo planes on my 12. They're gonna use those weapons for no good, T. It'll be better in our hands. Ich konzentriere mich gerade hochgradig, ja? Oh mein Gott, jetzt sind hier diese verdammten Bäume. I know it isn't my place to ask, but how exactly do you plan on requisitioning this equipment? Haben die Hitboxen? They'll start monitoring you at that altitude. You're still too high. Ah, okay, der hat keinen Hitbox, richtig? Fuck! Okay, diese Mod macht alles schwieriger, als es sein sollte. Das sah gerade ein paar Mal so aus, als wenn die keine Hitbox hätten. Ihr habt das genau gesehen. Oh, warum muss ich hier starten? Ey, die Bäume sind normalerweise nicht da. Das macht alles viel schwieriger. Scheiße. Du, diese Tasten verwirren mich so hart, Mann. Okay. Vollermaßen, wir machen das jetzt wie gerade eben. Wir folgen erstmal der Mission. Fliegen tief auf den zu und nehmen dann rechts diesen Weg über den Fluss, weil der war frei. Oh je. Hier unten entlang. Das sollte safe sein. Zum Fliegen hast du mal Controller angeschlossen? Ja, ich fühle mich auch gerade so, glaub mir. I got the cargo plane right ahead of me. Seht ihr, guck mal, wenn ich an dem Wald vorbeifliege, viel entspannter. All good. Are you planning on forcing them to land? Didn't I say we had to take them in the air if we're to have any kind of shot at this? I thought I said that. You did. It's just I don't see how you're going to. You'll see. Unter der Brücke herfliegen? Unter der Brücke herfliegen! Was soll schief gehen? We're approaching Fort Zancudo, Trevor. It's vital you don't fly right over it. Ja.
Übrigens wurde hart gebaitet mit dem 0 von 50. Ich dachte wirklich, ich muss unter 50 Brücken herfliegen, damit ich Schiss bekomme. Aber ich glaube, es ist gemeint mit, es gibt maximal 50 Brücken, unter denen man herfliegen kann. Oh, gefährlicher Unterflug. Let's go. This is something I'm acutely aware of. Avant! Avant! You can't go over the fort, Trevor! Legendary Numpet Flieger Munda 7. Meine rechte Hand tippt die ganze Zeit hoch und runter fliegen an. Und meine linke passt eigentlich nur links und rechts fliegen an. Ich könnte gegen die Holzdinger da fliegen, ne? Ich sollte aufpassen. Gegen diese Holzmasten, meine ich. Oh, that fuck, warum mach ich das? Myself out here, bullying, reckless, totally selfish. Do the things that make me me. Still in the game, boys. Mexican gangster and flying a crop duster toward a jumbo jet loaded with mercenaries. Exactly. Everyone's so hung up on appearances in LS, you start to forget who you are. And if you ain't who you are, who the fuck are you? You're the most honest, principled man I know, Trevor. You're on the radar, Trevor! Lose altitude! Bro, fuck it! Dude, ungelogen, das ist halt richtig scheiße mit dem Wald hier, okay? Die ganze Mission wird schwerer deswegen. Ich muss halt hochfliegen, um hier über die Bäume zu fliegen. Gleich mal sehen. Beep, beep, beep. Oh, it's safe. Alles gut. So viel dazu. Auch hier sind überall neue Bäume. Are you sure about maximale Konzentration. Most certainly. These bricks, Meriwether, they're what? Using these guns for a coup in West Africa? Protecting some mineral rich warlord? Confiscating the weapons is practically a public service. Karmically, we're golden. What's not to be sure about? You got a job, man. Bro, hier sind Baumspitzen, ich kann nicht droppen. Okay, saved. Mein linker Finger liegt auf W und mein rechter Finger oder meine rechte Hand macht eigentlich die ganze Arbeit mit dem blöden Numpad. Also hoch, Schnauze runter und links, rechts. Oh. Gain altitude. Oh, danke. Come in, light aircraft. Identify yourself and state your intent. This is Captain T in a 1989 crop duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Ich verwirr das immer, dass sie San Andreas sagen. Ich dachte, wir sind Los Santos. Ist San Andreas die ganze Insel und Los Santos nur die Stadt? Scheinbar. Aber wie heißt dann hier der Wüstenteil von der Insel? Und wie heißt der nördlichste Teil von der Insel? Du musst ja auch einen Namen haben, die drei Teile. Also die drei Abschnitte, sag ich mal, der Insel. Moment eben. Okay, das wird ernst. Fliege das Wrack plötzlich hinein? Die Mission habe ich früher gemacht. Auch das ist schön. Ich habe doch niemals diese Mission gemacht. You're actually firing rockets! BB's out of the way! Oh, danke. What the fuck, Alter? Shandy Sword. Oh. He crashed into the plane! Zeit für ein paar Handgranaten, oder? Oder Haftbomben? Ich glaube, das Ding explodiert gleich vor mir. Ich muss kurz warten. Ich,
spüre, dass das Auto gleich hier rechts dran vorbeischnackt. Habe ich Scheiße gebaut? Sterbe ich, wenn ich über die Autos kletter? Ich glaube, ich sterbe, wenn ich über die Autos kletter. Okay, get ready, boys. Okay, alles gut. Get off my plane! Have we got a pilot on board? Bitte nicht ich. Wenn ich das Ding landen muss, Chad, ist die Mission gescheitert. Control, please be advised of a change of destination. We are now landing in Mackenzie Field. Okay. Swapping radio channels. Over. Ron! Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? Oh, God. Ist das so ein Flymanöver oder so ein Flugmanöver, was so eine Maschine hier hinbekommt? Ich hoffe. Ist so wie so ein Jet, das Ding, nur größer. Wo ist das Mackenzie-Flugfeld? Ah, ich kann mir das aussuchen. Entweder Mackenzie oder das Flugfeld. Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, hier zu landen? Das ist viel näher. Jupp, wir landen aber hier. Looks like a problem. Ich muss oben. Attention, der Punkt ist oben. Hier sind doch Punkte. What the fuck, Chad, Alter? Seid ihr blind? Chad, sei treu. Oh, are you could diddle yourself. Warum steht da eigentlich links und hinter meiner Facecam so ein Kram? What the fuck, was? Okay, da ist ein Punkt. Ihr habt recht. Von den Jets. I'm landing at Mackenzie Field. We can discuss this there. On the dirt, like men. Darf ich mit dem Flugzeug nicht an den Hochhäusern vorbeifliegen? Was ist das Problem? It's a big plane, boss. You might want to gain some altitude. Okay, I gained some altitude. You understand the effort I've gone to ist das hier nicht? Here, ich glaube, das ist das, was ich machen sollte, richtig? Okay. Ich hasse die Mission jetzt schon. This is your final warning. Divert now or be engaged. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Scheiße. Das sieht schon gut aus, Chat. Das sieht wirklich gut aus. Ich wiederhole, ich möchte ein Spiel wie GTA. Oh nein. Evasive Maneuvers. Shit. Ist es da... Fuck. Ich kann nicht mehr steuern. Ist das... War das Teil vom Plan? Ist das richtig so? Habe ich das falsch gemacht? Hätte ich die Situation retten können? Warum ist da links so ein Mist? Wow.
Ich sag mal so, immerhin im Wasser gelandet, okay? Oh Gott, ich bin so oft gestorben übrigens mit dem Fallschirm früher, weil ich nie landen konnte damit. Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich damit lande. Vielleicht so? Oh, saved. Ich habe eine Frage, Chat. Warum sind da so komische Zahlen links unter meiner Facecam? Links irgendwie... Es liegt offensichtlicherweise an der Mod, aber... Wie geht das weg? Und wie habe ich das aktiviert? Was verdeckt so circa alles da unten? Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God! The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea! But it'll take time. Oh. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. So, die Taste neben Escape drücken? Wenn ich Escape drücke, verschwinden die Zahlen einmal kurz, seht ihr? Aber dann taucht sie wieder auf. Das ist irgendwas wegen dem Wetter, scheinbar. Vielleicht für die Mission oder so weiter, wurde das Wetter überschrieben oder so, damit quasi die Mod nicht interferiert mit dem vorgeschriebenen Wetter der Mission, wisst ihr, was ich sage? So, keine Ahnung, die Mission sagt zum Beispiel Sonnenuntergang und schönes Wetter und steht ja tausendmal Override. Ich glaube, ich muss einmal neu starten dafür. Hm? Warte, erstmal checken wir Aktien. Hey, I know how to jump out of a burning building and I give back to the community. As soon as I heard about so many people losing their homes in that storm in Liberty City, I flew out there for a special screening. Das Ding ist immer noch platt, Mann. Ihr habt mir eine Aktie empfohlen, die für immer down bleibt, richtig? Oh. So funny, Chat, so funny. Okay, ich starte kurz neu. Kleinen Moment. Also ich starte kurz GTA 5 neu. Kleinen Moment. Bingo. 135. Danke für die 53 Monate. Resub. Willkommen zu Hause. Habe ich Gunter Guntus schon Danke gesagt? Danke nochmal für die 20, Gunter Guntus. Okay, 4 bis 7 Tage brauchen die Aktien. 4 Tage sind jetzt schon ins Land gestrichen. Warten wir 3 weitere. Real Lamaru. Dankeschön für die 5 Monate, Mr. Lamaru. Warum geht die Animation des Hintergrunds nicht durch? Ich verwirrt mich, Chat. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Habt ihr schon ein Bild? Komisch, dass da irgendwie mein OBS gerade die Quelle von GTA 5 nicht erkennt. Ihr hört es ja schon im Hintergrund, das Spiel. Aber irgendwie kriegt ihr noch keine Quelle. Ich glaube, ich muss im Spiel drin sein. Oh, kleinen Moment. Einmal drin, bitteschön. Dankeschön, Gunther, nochmal. Und Schnickers, danke für die 9 Monate Resub. Danke für den Resub. Baby Resub quasi. Ich habe ein schwarzes Bildschirm. Wow, jetzt habt ihr ein Bild. What the fuck? Einfach so, okay? Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God! The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea! But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay?
But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Check. B. Let's go. Danke übrigens auch SKD Pipo für deine 11 Monate. Dankeschön, Pipo. Die Mods, die wir verwenden, Chat, sind Visual V. Und dann, glaube ich, GTA 5 Extended und The Forest of San Andreas. Und Open World Interiors. Und das war's, glaube ich. Mehr haben wir nicht. Ist relativ leicht gemoddet, das GTA. Ich wollte, dass es immer noch Vanilla bleibt. Hi, B. B? Hallo? Seid ihr... Ist da jemand im Eiskasten drin? Ah, vermutlich oben, ha? Huh? Wie kommt man hoch? Wie komme ich da rein, Mann? Ich glaube, ich bin genau falsch rum, glaube ich. Ich muss jetzt links rumlaufen müssen. Bleib einen Moment. Hier? Hier? Hier. Ja, pass. Wie? Ah, wie? Oh, whoa. Nice place you got here. Oh, yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place, and my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, what's up? Fuck off! Listen, I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Listen, you'll need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, Classico. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm! And a room full of you cunts! Yes! Woo! Welcome back, man. It is the old you. Yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye-bye. Bye-bye. Ah, oh, Jesus fucking Christ. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Palito Bay. Come on, you're driving us up to the bank. Ich lese gerade, ich bin zu blöd, Better Twitch TV zu installieren. Wenn du zu blöd bist, Better Twitch TV zu installieren, dann würde ich dir raten, Chatterino zu benutzen. Ja, pass. Macht alles deutlich einfacher und gibt dir allgemein irgendwie mehr Kontrolle über den Twitch-Chat. Ich sag mal so, wenn du sowieso am Computer sitzt
und quasi den Stream schaust, dann hält dich nichts davon ab, Chatterino zu benutzen, anstatt irgendwie den Browser oder so. Trust me, Bro. Mein Leben hat sich verändert seit Better Twitch TV und Chatterino. Zum Besseren. Übrigens, Fadel 1006, danke für den Prime Sub, Bro. Ganz frisch, ganz neu. Willkommen. What now? We got a funding problem. So we need a job. Before the jewel store, you talked about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Wir überfallen jetzt eine Bank, um Helikopter für 2 Millionen zu kaufen. Don't start. I won't. No way. Good call. You're taking down a bank for a few million. First thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh. This AC bank, you gonna be carrying that kind of shit? Guck mal hier, ich zeig dir das fix. Ganz kurz, Chat. Das ist mein Desktop. Das Chatterino. Was cool ist an Chatterino, Chat, du kannst quasi in verschiedenen Chats gleichzeitig rumhängen, wie zum Beispiel bei Kevin. Und wenn hier jemand einen Subgift macht bei Kevin, dann bekommst du plötzlich einen Sub geschenkt. Gleichzeitig, zum Beispiel William Fisch hat gerade gesubbt, danke lieber William, vielen lieben Dank. Wenn die Leute was löschen, kannst du sehen, was die Leute gelöscht haben. Und du kannst auf die Namen von den Leuten klicken, kannst lesen, was diese für einen Scheiß schreiben. Siehst du, was ich meine? Mit anderen Worten, das hier, Chat, ist quasi, wenn du sowieso am PC sitzt und in Anführungszeichen nicht am Fernseher oder am Handy oder per App oder sonst irgendwie Twitch benutzt, dann kannst du auch einfach Chatterino benutzen. Das ist quasi ein IRC-Client. Ich weiß nicht, ob ich es wusste, Chat, aber der Twitch-Chat basiert auch auf IRC. Mit anderen Worten, das ist cool. Trust me. Das ist quasi, was die coolen Kids machen, Chat. Okay? Okay. Nebenbei, danke JustJan90 für den T1-Sub, Bro. Das ist super selten, dass Leute T1-Sub machen. Danke, Jan. Weiß ich natürlich zu schätzen. William, danke auch nochmal für deinen Prime-Sub. William Fischer. Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Mm-hmm. Really? Yes, I have. People always try to label you. Hang. You know, maniac, psycho, friend, industry leader. Some ways you defy categorization. Beiden werden beste Freunde, Chat. Then what? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right, but why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hairs, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying they ich hab einmal kurz aber im Mund rumgespielt. Really fucking do. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Common hipster affliction. Why will it be because I'm living out here away from the bean machines and the bankers? You're gentrifying. Was sind Nischendrogen? Ah, das ist ziemlich simpel beantwortet, Bro. Eine Nischendroge ist quasi eine Droge, die normalerweise vom generalen Populus nicht akzeptiert wird, okay? Ich gebe dir Beispiele. Ich gebe dir Beispiele von Nicht-Nischendrogen, okay? Es gibt quasi Drogen, die super populär sind, okay? Und zwar alle Drogen, die dich direkt gut fühlen lassen, okay? Zum Beispiel Methamphetamin oder Koks oder MDMA oder, okay? Und eine Nischendroge ist eine Droge quasi, die nur irgendwelche abgewichsten Hippies oder irgendwelche anderen Weirdos nehmen, okay?
Da fallen aber sicherlich einige ein. Okay, lass das mal weitermachen. The skinny jeans will show up, then the skinny lattes. Moment. Then the bankers. And you'll be somewhere else. Ich habe extra pausiert übrigens, damit ich keinen Unfall baue, ja, um das zu erklären. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. Ja, genau, ich schreibe das Chat, ganz genau. Wenn Leute quasi eine Droge nehmen, die super beliebt ist, zum Beispiel Koks, weil sie sich gut fühlen wollen, dann machen die, oh wow, ich fühle mich total gold, mein Ego ist richtig groß. Aber wenn man zum Beispiel sowas wie, ich schreibe zum Beispiel, dass es Psychedelika oder sowas nimmt, so zum Beispiel Salvia, so ein Disassoziativum oder Pilze oder sowas, wo man so einen Horrortrip haben kann, das ist ein richtiger Nischendrogen-Chat. You're trying to wind me up. So 50-50-Drogen, wisst ihr, was ich sage? Die gut sein können, aber auch nicht. Angry. The bus stops up here. All right. How long does it take us to get out here from LS? Wollte nicht unterbrechen. Softcore Sissy, danke für die 5 geschenkten Subs. Come on, man, knock it off. What? Fettes Geschenk, Bruder, danke. F. Klopf, klopf. Hey. Don't break your fucking fingers, you don't knock that shit off. Well, please, all right, you'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey. 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 Welcome to paradise. My car's this way. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Drive us to the bank. I will go to the front of the bank, clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. Blaine County Savings Bank. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. Okay. Oh. There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. I like it. Gut, dass ich erstmal in die Sicherheitskameras gefahren bin. Right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. Ja, das, was Tyrannosaurus Rex da schreibt, das ist absolut. Was du da gemacht hast, Bro, das machst du einmal im Leben und nie wieder. Drive over to the empty lot with the open top dumpster in it. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. Well, then we're gonna have to find a new score. No. This is the score. Right? What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey! You heard the man, all right? Shoot the sucker. Ich soll darauf schießen? Okay, I brought my police scanner. Drive over to the gas station opposite the bank and we'll monitor chatter. All right. Ah, wir simulieren quasi jetzt einen Alarm, um zu gucken, wie schnell die Polizei hier oben reagiert, weil das nicht unser Turf ist, unser Gebiet. Ah. Bro, das ist ein richtiger Kinofilm, den wir spielen. Ich hätte Tauben töten sollen, was? They've dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 Victor shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo Security. Any updates on the Code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. Das ist echt schnell, das sind schon. What is that, a 67-second response time? Yeah, 4 cars, more in the wings. Bad cops, garden dirty money, fuck how many, we can take this! Wait right here, we'll see if anything about their routine suggests a weakness. Unauffällig von uns, oder?
gegenüber zu stehen, ohne zu tanken, an der Tankstelle, an der Zapfsäule. Da drin, alle chill. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your ass. Well, I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. If we're in front of... What the fuck, Lester? Wir versuchen unauffällig zu sein. Oh shit, wir wollen irgendwas richtig Cooles. Irgendwas, was pumpt für die Bahn. Knows. Okay, hören wir mal rein. Ist übrigens mein Sound leise oder so? Was zum Teufel? Warum ist die Musik so leise? Ja, wer hat die Musik so leise gemacht? Endlich! Wann habe ich die Musik so leise gemacht? Das sind die Teile, Chat, die gemutet sind vom Bot. Danke übrigens, Mr. Cooper. Duck, ich hab's gerade gar nicht gesehen für die 3 Monate T2. Fuck! Oh mein Gott! Ihr habt mich abgelenkt! Nice bait, Bro! Danke, Cooper. Oh, danke schön, LP 740 für die 37 Monate. Ich hab's spannender gemacht, seht ihr? Bro, was ist hier? Oh, Fresco! Chad, was bedeutet Fresco? Bro, warum? Mein Motorrad ist perfekt aufgekommen. Ich war gerade voll im Lied drin, alles. Oh mein Gott. Ihr habt gesehen, wir sind fair aufgekommen. Bom, Frizzer, danke für die 5 Euro Spende, ohne Nachricht sogar. Hey! Danke, Bro. Wheelchair or not, we're still faster than your ass. I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. Let's go. We're in front of Trevor. Let's get some VHS. Ich jetzt habe ich vergessen, welchen Sender wir hatten. Jetzt muss ich wieder den Sender neu suchen. Ah, ich glaube Fresco, ha? Huh? Okay, ich konzentriere mich jetzt. Wir kürzen ab. Ich kenne Abkürzung. Glaube ich. Fresco, Fresco. Kürzen hart ab, Chat. Dreiste Abkürzungen. Incoming. Fresco bedeutet fresh, korrekt oder frisch. Boah, du, wie kann er mich aufholen? So ein Cheater. Guck mal, der ist hinter mir. Really? Vielleicht soll ich nicht Vollgas geben hier. Hier ist ein Stein in der Mitte, der ist neu. Ist alles neu. Mhm.
Okay, ich wollte nur sicher gehen, okay? Ob es lauter geht, tendenziell. Fresco, fresco, fresco. Ich denke, wir haben gewonnen, Chat. Wir können es unmöglich einholen. Natürlich haben wir gewonnen. Du kommst zwar näher, Chat, aber das ist alles nur geskriptet, okay? In Wirklichkeit kommen wir gar nicht näher. Seht ihr? Safe. Jesus, what took you so long? Had to let you win. Liquor ice. Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. Hmm. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. It's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Oh, good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. Nope, wir nehmen Daryl Jones, der nimmt am wenigsten Chat. Daryl, I'm not hearing great things, to be honest, but you just might be able to do this with him. That it? You're sure? Plan A oder Plan B? Aber was ist Plan B? Bisher wurde mir nur Plan A vorgeschlagen. Hätte es irgendwie wechseln? That should do. Ich hab's bestätigt. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but, you know, me casa, su casa. I'll get a motel, thanks. All right, suit yourself. Fine, I'll give you a ride. Adios, da war ein Sticker mit Plan B. Was erzählt er da? Wie, es gibt keinen Plan B. Erstmal kotzen. Trevor lebt den Traum, Chen, sind wir ehrlich. So, was mit den Aktien, Chat? Die Aktien, von denen ihr mir versprochen habt, dass sie sehr bald steigen werden. Oh ja, Daniel, ihr müsst hier all dein Geld in Redwood. Und? Redwood ist immer noch hart in Minus, Chat. Aber schaut mal an. Es sieht aus, als wenn die Prognose ist, dass es weiterfällt. Wie viel Profit würden wir machen? Oh, wir würden Verlust machen, Chat. Ihr habt wirklich recht gehabt. Das war eine super Idee, Redwood zu kaufen. Wirklich, Chat. Das war eine super Idee. Meine Güte, war das eine gute Idee, Chat. Dankeschön nochmal, wirklich. An all die ganzen Finanzprofis, die wir anwesend haben. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them.
Okay. Moment, what's gotta be the O'Neill brothers? What's left of them? I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey man. Dignitan, danke für die 29 Monate. Du hast es auch mal ausprobiert, GTA 5 zu spielen, aber es war dir zu viel, fahr von A nach B. Nun, zufälligerweise, Chat, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt oder ob ihr meine Computerspiele-Vergangenheit kennt oder so, aber ich bin die Person, Chat, die es liebt, wandern zu gehen in Computerspielen. Ich glaube, deswegen mag GTA 5 auch so sehr, weil man so viel mit dem Auto durch die Gegend fährt. Chat, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre meines Lebens jeden Tag Daisy gespielt und bin eigentlich stundenlang nur rumgelaufen und hoffen, dass was passiert. Das ist genau mein Ding, Jungs. Genau mein Ding. Und wohin fahren wir? Nach T? T, let's go. Trevor. No puedo contigo. I mean. Also, Chat, ja, wir spielen den Wandersimulator. Ich gehe wandern und wenn du Bock hast, Bro, dann gehen wir zusammen wandern. Trevor! Martin! You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. Cooler Helm. Frankly, neither do I. I will find you! Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Ciao, Martin. Wo könnte ich hinfahren? Rein theoretisch. Wo habe ich Mission? Wir haben hier noch das D bei Franklin da unten in Los Santos. Wir haben hier oben in Sandy Bay noch das T von Trevor. Wir haben haufenweise Fragezeichen, wo man hinfahren könnte. Wie viel Geld habe ich gerade auf Trevor? $1 immer noch. Ach ja, aufgrund der Genius-Investition, die mir empfohlen habt. Chat, wir gehen nochmal pennen, ja? Wir gehen nochmal pennen. Und wir warten so, ich würde sagen, keine Ahnung, 2 Tage, 1 Tag. Hey Jimmy, it's your dad. Ach shit, was mach ich da? Die Mission fängt an, wenn ich reinlaufe. Oh Gott, was passiert hier? Tracy. Please, son. Daddy's been a bad boy. Please, son. You wanna sniff? The fuck is wrong with you? Now see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Schnüffelt ein Benzin. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry, I don't have any low carb. Fuck you. So where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? That I fucking kill only on the weekends. So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty on. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low out here by calling LS and inviting a known accomplice of ours come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. Oh. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Hey, I'm coming with you.
No. Yes, I am. No. If nothing else, then to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Oh, I'm going. Make sure you don't fuck stay it up. Out too late. Ja, dass die Geisel quasi jetzt schon eine Mami geworden ist. Ich muss ganz kurz pausieren. Arthur TV fragt, kann mich jemand aufklären, warum, er schreibt, nur 963p 60 FPS möglich sind? Arthur, du bist der Grund, warum manche Leute unbedingt auf 1080p streamen wollen. Höhere Zahl, ungleich bessere Qualität. Höhere Zahl, ungleich bessere Qualität. Auch wenn die eine Zahl größer ist als die andere, ist die kleinere Zahl besser als die große. Wirklich. Fragst dich jetzt vielleicht warum, weil die eine Zahl ja größer ist als die andere, richtig? Nun, es gibt die Auflösung, die 1080p zum Beispiel, und es gibt die Bitrate. Und die Bitrate ist hier limitiert. Und da die Bitrate eigentlich nicht ausreicht für 1080p, ist es besser, in 900 irgendwas zu streamen, als in 1080p. Zumindest für solche Spiele hier. For real chat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann fühle ich mich wieder gezwungen, auf 1080p zu streamen, weil alles und jeder fragt, oh mein Gott, Moondyne, warum hast du die Qualität verringert? Früher war es 1080p und jetzt haben wir noch 936. Die Zahl ist kleiner. Aber, versprochen, die Qualität sollte super sein von dem Bild. Also, beziehungsweise sollte ein klein wenig besser sein als die 1080p-Qualität. Das könnt aber nur ihr beurteilen, Chat. Hat irgendjemand von euch überhaupt gemerkt, dass wir auf 936p streamen? Anstatt 1080, könnt ihr überhaupt auf 936p gucken? Das würde ich sagen. Also reicht euer Internet dafür sozusagen? Also, ich sag mal so, Chat, für schnell bewegende Spiele, und GTA ist ja relativ schnell bewegend, ist es besser, nicht auf 1080p zu streamen. Wenn man zum Beispiel so Spiele wie League of Legends, Dota oder irgendwelche RTS-Games, keine Ahnung, StarCraft oder so ein Scheiß spielt, dann ist es besser mit 1080p. Aber nur dann. Brecht mir das Herz, wenn ihr mir sagt, dass euer scheiß Internet gerade mal 480p schafft, Alter. Aber guck mal, ihr seht vielleicht, wie viele Leute gerade schreiben, dass sie überhaupt nicht sozusagen die Qualitäten über 720p genießen können, weil ihr Internet zu schlecht ist. Das ist der Grund, warum Twitch auch die Bitrate nicht erhöht. Weil wenn jetzt zum Beispiel Twitch die Bitrate erhöhen würde, würden die Leute mit dem scheiß Internet sich in Anführungszeichen noch schlechter fühlen. Okay, wisst ihr, was ich sage? Noch schlechter fühlen. Weil wir quasi die Bitrate immer weiter und weiter hochschrauben und ihr nicht mehr hinterherkommt. Shit, they see us, man. We gotta stay on. Wenn ich hier schieße, ist die Mission zu Ende, ja, oder? Ich weiß, ich schieße einmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Mission ist zu Ende. That's right, Chop. We're gonna fuck them up as soon as Trevor get here. Yo, what the fuck? Okay. Ich lasse ihn am Leben. Hey man, me and Chop on these pumps. We coming up to WH, north of Chumas. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo. Kann die erfahren, ich wusste gar nicht, was der Weg ist. Okay, so, if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper, meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking a... Sorry, bro, ich muss dann kurz schießen. Fucking hell! Help! Oh, fuck! V12. He yours, Chop. Let's do this shit. Darf ich den erschießen? Oh shit! Rufen wir irgendwas im Auto? Eine Ladung oder so? Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Oh nein, nicht Air Support. Das ist das böse Wort. Don't worry. Incoming. Nein, bitte. Ich hasse Fliegen in diesem Spiel. Incoming? Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men,
don't like me, and they know we're back in the Sandy Shore, so... Here she is, the Biz Heli. Remember, she ain't mine, she's the company's. She ain't mine, she's the company's. Fuck the Feds. Trevor Phillips Enterprises. Das sieht nach einem Company-Job aus. Ich hab schon wieder keine Erinnerung an diesen Chopper. The O'Neils want you dead anyway. There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! And they stole it off me. Hold up. Ich hab einfach nur keinen Bock mit den Moonpads zu fliegen. Ich hätte echt kein Problem mit den Helikoptern. Why do they want you dead? Wow, what's with all the questions? Can you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips. You're such a depressing cynic. Oh, boy. Oh, hier sind wieder neue Bäume, die vorher nicht da waren, Shit. I'm sorry, I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the IAA building. You stole it from the FIB? Not so. I took it in lieu of payment. There was a rifle on board, too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies, can you please use it to scan the forest for the O'Neils? Hey, hey! We here on the ground. Them hick dudes in the woods. That model's fitted with a thermal scope. Look for their heat signatures. Wow, da ist eine Menge los. Waiting around in the shallows. Not cool. There's the new golden child. Das ist unser Mann. War's richtig? Vielleicht. Jemand random jetzt erschossen? Ist das ein Mensch? Yeah, he looks like a human being. Just one poor soul remaining. They haven't got past Franklin, so they gotta be on the hill. Scan right, I think I see someone. Du? Du, das ist gar nicht so einfach, hier Menschen zu erkennen. Something's coming, watch out! Fuck, me, incoming! He's behind the rock, I can't get a shot! It's on you, homie. You know what Hicks smell like. Frank, you wanna do me a favor here? Find him before he blows me to pieces. Okay. Ich glaube, der Hund findet ihn. Wie heißt der Hund nochmal? Chop? Chop, Chop, ne? Chop, Chop! Mach ich das richtig? Ich kann den nicht mehr steuern. Oh, da vorne wird eine Rakete. Okay, ich glaube, ich kann wieder auf Dingens wechseln, oder? Okay, komm, wir laufen einfach den Hund hinterher. No, Chop! Oh, my dog! Im Fond. Last guy's done, homie! Alright! Stay there! We'll come down and pick you up! Okay. Oh nein, ich muss landen, aber hier ist überall Wald! Was ist, wenn die Mod niemals geplaytestet wurde und es gar keinen Landeplatz gibt, wo ich landen kann? Weil die Mod jetzt alles mit Bäumen vollgemacht hat. Das ist, wenn ich mich selbst bricke. Alright, now that the angry hillbillies with rockets are dead, is there anyone else we should worry about trying to kill you? Oh, sure, yeah, there's oh, the landen soll. The Chinese, Madrezo's people, but whatever. Don't act like you're so popular.
Oh oh. Ich muss ja nur runter, richtig? Ich muss ja nicht wieder hoch. Um Himmels Willen. Oh nein. Es ist auf jeden Fall viel einfacher, in GTA-Helikopter zu fliegen als Arma. Ich bin so ein Mensch, ich habe quasi einen Arma fliegen. Dude, wenn der Kreis ja halt angezeigt werden würde, wenn ich in der Luft bin, dann kann ich auch ordentlich da landen. Hab's gesehen, aber guck mal, der wird ausgeblendet. Oh, fuck, fuck, fuck. All aboard! Go, go! Next stop, airfield. Oh nein, ich muss auch noch abheben. Erstmal an Höhe gewinnen. Erstmal an Höhe gewinnen. Okay, jetzt kann ich wieder reden. Oh, safe. Seht ihr? Mitten im Wald gelandet. Ich finde, dieser ganzen Gegend hier steht der Wald. Ich finde, das ist besser durch den Wald. Zumindest jetzt speziell hier. Ist Job auch mit drin? Ah ja, Job sitzt auf dem Sitz. Job ist hinter mir, seht ihr? Er kommt raus. Gottes, Bruder, danke für die 47 Monate. Luru bis Impar, danke für die 50. Schlachtanfall TV, danke für die 2. Ticken Tan, danke nochmal. Und Epic Storm 21, vielen lieben Dank für die 3 Monate Resub. Willkommen zurück. Mittlerweile habe ich das Gefühl, Chat, ich kann relativ gut Helikopter fliegen. Ja? Ich bin relativ confident, dass wir da landen, ohne zu explodieren. Kann ich jetzt eigentlich Vollgas so auf den Boden aufknallen? Oder gibt das Schaden? Oh. Könnte ich jetzt hier so richtig bumm? Scheinbar. Helping a friend in need? Come on, Chop. Come on. Oh yeah. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey Trev, man, we gonna borrow this in here back. Hey, Louis Trevor. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Okay. Keine Franklin-Mission mehr hier oben, nur Fragezeichen. Trevor-Mission. Fehlt noch diese D-Mission von Mr. Franklin. Also wechseln wir auf Mr. Franklin. Check die Aktien. Mach ich gleich. Oh, guck mal, was ist das? Guck mal, ich finde das cool, Chat, oder? Es sitzt zwar kein Michael mit drin, aber zumindest Shop. Continuity in der Story. Er sagt, er fährt zurück in die Stadt und wir treffen auf deinem Weg. I still have a bunker left over. It's still full of macaroni and cheese and cigarettes and some hot dogs and some dog food. Okay? I kept all that stuff for the wayfaring strangers that might appear every once in a while. Verlust. I would have given my $41,000 Verlust. I thought about that. You're like a lot of Americans that did that, and I applaud you for that. Science is a lie, but the American people, they don't believe in. Warum hast du gerauscht? Gute Frage. Get in, boy. Ball for science. Yes, I know about it. Das? Ja, ein guter Punkt auf jeden Fall. Let's go, Davy, besuchen. Ja.
Ah, weil ich in den Bergen bin, schlechter Empfang. Das ist cool. Runaway, you heard Churches, the Sid Rim remix of the tune Recover, and Jimmy Edgar, Let Yourself Be. It's Giles Peterson, this is Worldwide FM. Here's a track to take us away. That's dumb luck right here. Metronix LP, danke für die 4. Smoke on the Water. Das ist ein Heavy Brother. Was? Da steht gerade was in meiner Minimap, was direkt verdeckt ist von meiner Facecam. Da steht, dass der Weed Shop neues Weed braucht. Hello, who this? Random Nummer. It's Amanda. Amanda DeSanta. We met at my house. Oh, yeah. Shit, where you at? Look, I know that you and my husband and Trevor Phillips are... I don't know what the fuck you're up to, but I can make a pretty good guess. There's some weird things going on. Is he okay? I don't think okay is the right word. But he's alive. You should call him. He'll appreciate that. No, I don't want to speak to him. I just wanted to know he wasn't dead somewhere. Thanks. Don't tell him I called. All right. But look, he ain't doing too good without his family. Okay. Molly. Hey, Molly. I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Okay, check. Jungs, ganz kurz. Das mit den Aktien-Chat. Glaubt ihr wirklich, dass sie noch steigen? Soll ich wirklich die halten oder soll ich die einfach verkaufen? Ich frage das jetzt ganz blöd, Chat. Hier schreibt ständig irgendjemand, du musst die Konkurrenz von Redwood angreifen, damit die Aktie steigt. Ihr habt gesagt, kauft das oder steigt von alleine. Okay, ihr sagt nochmals hold. Okay, ich vertraue den Personen im Chat. Berühmte letzte Worte. Ich weiß nicht, ob ich mehr kaufen will. Ich habe nur 10.000, Chat. Das ist Kleingeld, ja. Wir müssen ein bisschen Geld aufsparen fürs Leben und so. Einkauf. Wisst ihr, was ich meine? Kinotrips. Hey, Mister. Sucker Punch. Du sagst, mehr kann die Aktie nicht abstürzen, aber trotzdem steht da, dass ich einen Verlust von 10.000 habe, weil ich gekauft habe zu einem noch höheren Preis, als es noch gefallen, also es ist noch tiefer gefallen, als zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, okay? Okay? Franklin muss zum Friseur. Wir müssen ihn mal einen ordentlichen Fade wieder schneiden lassen, ne? True. Was ist hier los? Eigenstadt? Jesus, are you gonna find him? Someone's gonna find him. Ich glaube, hier war ich noch nie. Anyone know who this guy is? Is this the new stunt guy? I thought I had final approval on all stunt performers. I'm not paying the excess. Insurance didn't sign off on this guy. Get him out. I'm sorry, guys. Sorry, bye. Sorry, tut mir leid. Unauffällig, oder? Wenn sich quasi die Pigmentierung der Person ändert, die Schauspielerin soll. Oh my God, this is an abduction! Pull over, creepo! Hey, ich hab Beifahrer drin. I need to get the fuck out. Wo wird gelenkt, nicht ich? They're coming. Studio security are all over you. Oh fuck, we gonna lose this. Problem gelöst. Yo, die lenkt immer noch. Hör auf zu lenken. Damn, what's this button do? Die lenkt schon wieder. Is this an abduction? Nah, you cool? No, I'm not cool. Not at all. No.
If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can change his route and meet you there. Yeah, okay. Because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, yeah, whatever. What kind of shape is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? The traffic spikes are still there, but you're gonna need a new seat. Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Eine verdächtige Person in der Nähe der Garage. Okay. Ich halte die Augen auf. Oh. Bist du die verdächtige Person? Man, sorry about that. What are you gonna do, fool? You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Schade, das heißt, er haut mich jetzt in der Cutscene. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Danke, Hafensinger. Yeah, 26. I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on oh, with my motherfucking oh. life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Easy. Ja, Chat, ihr wisst, was ich jetzt sage, richtig? Die einzige Mission, die jetzt da ist, ist die L-Mission, Chat. Und die L-Mission war letztes Mal die Assassinierungsmission, für die wir die Aktien gekauft haben. Über die ich jetzt seit geschlagenen 3 Stunden rede. Ihr habt recht, wir können zum Friseur gehen. Guck mal, wir machen uns erstmal schöne Haare. Wir gehen zum Friseur. Wir pennen 1-2 Tage, gucken nach den Aktien. Sind dann reich, ja, weil das ja mit den Aktien 100% funktioniert, laut deiner Aussage. Und dann machen wir die letzte Mission. Stocks checken? Nee, Mann. Wir haben hier eine Menge trauriger Kiffer, Mann, schreibt mein Laden mir. Ich finde es interessant, dass die anderen immer die Fensterscheibe kaputt schlagen und Franklin der Einzige ist, der quasi das Schloss knackt mit einem Dietrich. Was ist das eigentlich hier, Chat? Was sind diese grünen Kreise? Oh, hier oben ist ja auch was. Fällt mir gerade auf. Egal, erstmal zum Friseur. Wobei, warte mal. Vielleicht können wir einen Friseur nehmen, der ein bisschen mehr in der Nähe ist. Möchtest du den? Da kann man was finden. Okay. Oh, Moment. Yo, it's time to stand up right now and make way for the homie E40 featuring Damn Funk and Ariel Pink. California. California. Er kurz Barba.
Looks good. Yeah, I like it. Now, I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. Ich frage mich jetzt, was wir wirklich ändern können an seiner Frisur. Come in, come in. Hallo. Do you know how you want it done? Ach du Scheiße. Wo ist der Unterschied zwischen The Food und das, was wir derzeit haben? Do it. Do it. Achso, hinten ist was ausrasiert. Sieht ja scheiße aus. Mir gefallen seine Standardhaare. Mein Ding. Oh yeah, it's fine. Yep. Ja, es sieht auch fresh aus, sind wir ehrlich. Do it. Aber die Bärte sehen alle scheiße aus. Wobei, der ist eigentlich ganz cool. Haben andere Friseure andere Hairstyles? Wirklich? Aber das sieht schon cool aus. Auch irgendwie ein bisschen albern, aber cool. Ich meine, er kann es tragen. Cooler Bart. Wobei, okay, jetzt wo ich den Bart ein bisschen genauer sehe, dass an der Seite auch noch die Stoppeln so stehen. Sexy, Mann. Eigentlich scheiße. Ich will ein Auto haben, Mann. Hier, dich. Hier ist irgendwas versteckt. Hier ist Gras versteckt oder so. Burp, burp, burp. Wisst ihr was? Wir wechseln jetzt mal auf Michael. Ich glaube, der ist zu Hause, oder? Wo ist Michael, Alter? Komm, ich will nur kurz eine Runde pennen gehen. Oh Gott, er hat wieder irgendwelche Probleme. Michael hat immer irgendwelche Probleme. Ich bin bei Trevors Bude in der Nähe. Kann ich mit Michael bei Trevor pennen? Denkt man nicht, oder? Wo ist Trevor? Oh mein Gott, Trevor ist wer weiß wo. Bier am Juice-Stand im Berg. Oh, what the fuck did I go hiking for, eh? Okay, nochmal Michael, sind wir wieder da, wo wir gerade waren? Yep. Okay, dann ein letztes Mal Franklin. Ich suche irgendjemand, der gerade zu Hause ist, Chat, damit ich nicht so weit fahren muss mit dem Auto. Whatever, man. Also, wir fahren jetzt nach Hause, Chat. Skippen die Zeit vor, verkaufen die scheiß Aktien, machen die Lester-Mission. Check? Check. Wir können auch mal neue Klamotten kaufen oder so. Dankeschön, Mr. Tipexo. Dankeschön, lieber Tipexo, für die 100 Monate. 100 Monate in Folge, absolut ununterbrochen. Ich habe bestimmt heute schon 110 Monate oder so vorgelesen, was schon crazy genug ist, aber das ist eine schöne Zahl, Mann. 100 Monate, Chat. 100 Monate Sub. Danke, Tipexo. Ich kenne deinen Namen schon seit Ewigkeiten. Ich kenne dich schon seit Ewigkeiten. Verrückt, Mann, Alter. Wie lange ich hier schon streame, Chat? Für den Verstand. In diesem Irrenhaus. Shit, ich bin falsch abgebogen, ha? If I could, I would. Weiß nicht noch, Waffenboden? Ich wollte vieles machen, Bro. Aber ist nicht so wichtig mit den Waffen. Wichtiger ist jetzt erstmal die scheiß Stockmarket-Scheiße. Damit wir Geld haben. Das Geld, was ich auf euren Geheiß in Redwood investiert habe. Leave. If I could, I would.
If I could, I would. If I could, I would. Wir haben Cash zugefahren. Mr. Dashi, danke schön für den Reset. 70 Monate. Oh, erst 70 Monate? Dankeschön. I would leave, I would leave. If I could, I would. I would leave, I would leave. If I could, I would. I would leave, I would leave. Ich will noch kurz im Auto bleiben. Ich habe gerade Frank den gar nicht wiedererkannt. Er sieht einfach komplett anders aus, Chat. Oh shit. Pavel Pipovich for 20. Jemand, den ich noch nie in meinem Chat gesehen habe. Und ich garantiere, du bist kein Sub, weil ansonsten hätte ich deinen Namen schon mal vorgelesen. Hat gerade 5 Subs verschenkt. Dankeschön, Bro. Großzügig wie Sau, Mann. Okay, ich steig doch aus. Highway, danke auch natürlich für die 61 Monate und Karma W für die 51. Sehr freundlich von euch. Und wir sehen einfach aus wie ein neuer Mensch. I woke up in a new Bugatti. Danke nochmal, Pavel. Spassi Bar. Kann man sich nicht mehr umziehen, wenn er sich ins Bett legt? So. Dann schauen wir doch mal die großartigen. What's happening here? Die Aktie steigt. Gewinn? What? 398.000? Okay, Hodel hat sich. Diamond Hands? Oh mein Gott, Chat. Was ist, wenn wir jetzt nochmal pennen? Steigt es noch mehr? Oh mein Gott. Chat, wie viel kriegen wir aus dem Markt, wie viel können wir aus dem Markt rauspressen? Guckt euch das an, Chat. Da ist eine klare Tendenz steigend und nicht fallend. Ich denke, einmal gehen wir noch pennen und dann gucken wir uns mal den Kurs an, Chat. Ich habe das Gefühl, wir sind an der Sache dran. The new Bugatti. Okay, wir verkaufen in der Nacht. Hier läuft immer das gleiche Lied, Alter. Oh. Jungs. Die Rakete steigt. Aber ausschließlich. Annie, dankeschön für die 30 Monate. Jungs, ich habe das Gefühl, da ist eine klare Tendenz zu erkennen, dass es weiterhin steigt. Denkt ihr nicht? Ich sag mal so, Chat. Wir sollten... Oh mein Gott. Das fühlt sich an wie Gigapeak, Chat. Wisst ihr, was ich sage? Wir müssen drinbleiben. Noch eine Runde pennen. Oh mein Gott, bitte, lass es nicht sinken. Keine Sorge, Chat, ich mache jeweils einen neuen Spielstand. Und wir einen alten laden können, falls ich den Peak verpasse. Nein, das mache ich nicht, Chat, natürlich nicht. Aber ich habe trotzdem eigene Safe Games. Oh, was ist das für ein Plateau? Plateaus gefallen mir nicht. Okay, Chat, folgendermaßen. Ich denke, jetzt oder nie, oder? Wir haben schon den besten Zeitpunkt quasi verpasst. Wir nutzen den zweitbesten Zeitpunkt, den wir kriegen können. Und haben dabei einen Gewinn von... Wow. Haben wir gerade 1,4 Millionen auf dem Konto, Chat? Easy fucking money. Okay, um das Spiel zu speichern. Moment, ich muss noch bei allen anderen verkaufen. Jeder muss jetzt kurz Aktien verkaufen. Klar, Moment, Jungs. I would have been good in a war zone. Ah, perfekt. Really would have.
Selbst mit ihm, Chat, sind wir zumindest auf 189.000. Was gut ist, wenn wir darüber nachgedacht haben, dass wir irgendwie 80.000 investiert haben oder so. Michael? Was macht Michael für ein weirdo 40 Jahre alter Mann? Shit. Eieiei, was hat er mir geschrieben? Guck mal, Chad, du bist auf deinem Boot, chillst nur und plötzlich verkaufst du ein bisschen Aktien. 140.000. Naja. Ich sag mal so, ich würde sagen, Franklin ist die Person, die am meisten profitiert hat von allen Geschäften. Aber der konnte auch das erste Geschäft mitmachen, wir konnten nur das zweite Geschäft mitmachen. Okay, zurück zu Franklin. So. Sollen wir unser hart verdientes Geld ausgeben für eine Immobilie oder so? Sollen wir es investieren? Oder sollen wir quasi den nächsten Gamble eingehen am Stock Market? Was sagst du? Das Ding ist halt so, Chat. Eigentlich, guck mal, ich könnte jetzt euch fragen. Warte, ich gehe kurz raus, damit ich das besser erklären kann. Ich könnte euch jetzt fragen, was macht die nächste Lester-Mission und wo sollen wir jetzt investieren? Aber das ist doch langweilig, oder, Chat? Oh mein Gott, oh boah, ich hätte so Bock auf Casino gerade. Heilige Scheiße. Jungs, Alter, ich hätte so Bock auf Casino. Oh, ich hab's richtig, in letzter Zeit, Chat, habe ich so eine richtige Glücksspielschwäche, was das angeht, Mann. Ich darf unter keinen Umständen, Chat. Versprecht mir eine Sache, Chat. Ich darf unter keinen Umständen IRL ins Casino gehen. Ich war vor kurzem, Chat, war ich mit meinem besten Freund Alex an einem Samstag im Kino und wir haben einen Film geguckt, Cocaine Bear. Okay? Und alles war gut, Chat. Wir gehen so aus dem Kino raus und fahren quasi, ist in Bochum, Chat, okay, in Bochum. Fahren quasi, gehen aus dem Kino raus, fahren mit der Rolltreppe runter, mein Blick schweift nach links und dann lacht mich so eine fiese Sonne da an, Chat. Und ich denke schon so, holy shit, wo bin ich hier? Das ist wie in der Dokumentation, die wir gesehen haben über Glücksspielsucht. Aber alles ist in Ordnung. Dann gehen wir am Sonntag nochmal ins Kino, weil der Film scheiße war, Cocaine Bear, und gucken uns John Wick an. Dann kommen wir da 23.30 Uhr aus dem Kino raus, Chat. Wir fahren wieder mit der Rolltreppe runter. Und da ist wieder diese fiese Sonne, die mich anlacht. Und ich bin zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben in die Spiele gegangen, Chat. Yep. Yep. Und wir haben uns ein Limit gesetzt. 10 Euro für beide. 5 Euro. Alex geht mit 5 Euro spielen und ich gehe mit 5 Euro spielen. Okay. Alex macht 16 Euro und ich gehe mit 0 Euro raus, Chat, okay? Das war das allererste und hoffentlich letzte Mal, dass ich in die Spiele gegangen bin oder in die Spiele gehen werde, okay? Das Problem ist, Chat, ich habe echte Probleme mit Blackjack. Wenn ich Blackjack spiele, Chat, dann schreie ich hier rum, Alter. Ich ziehe mein T-Shirt aus und vermutlich mache ich gelegentlich ein, zwei Liegestütze oder hole mir schnell einen runter oder so, weil ich so aufgeregt bin, Chat. Das ist wirklich richtig brandgefährlich bei mir, Chat. Ich gehe hart ab, wirklich hart ab, Jungs. Deswegen muss ich wirklich gut aufpassen. Übrigens, Spiele war übrigens allgemein ziemlich scheiße. Da lief scheiß Musik, da waren nur fertige Leute und ich sehe keinen Sinn da drin, in das Spiel Geld reinzuwerfen, was absolutes Glücksspiel ist. Bei Blackjack könnte ich zumindest noch irgendwie Skill oder so weiter beweisen und die Karte mir selbst aussuchen. Aber Spielo oder Spielautomat ist einfach nur pures Glück, Jungs. Das ist Geldverbrennung. Deswegen, Chat, darf ich nicht ins Casino gehen, weil ich dann sagen würde, okay, ich könnte ja mal eine Runde Blackjack spielen. Und das wäre auf jeden Fall das Ende, der Anfang vom Ende. Ja, das Ding ist so, Chat, ich habe in GTA 5 so viele Jetons so schnell hintereinander gekauft, dass sie mir keine weiteren verkaufen wollten. Ich glaube, das GTA 5 Casino hat mich gesperrt wegen Spielsucht. Und jetzt kann ich sowieso nicht ins Casino gehen, weil ich Mods aktiviert habe. Wenn ich in Online gehe, dann werde ich gebannt, Chat. Deswegen, da darf ich auf gar keinen Fall hinklicken. Das ist mein Schutz vor Glücksspiel. Mods. Nee, man kann die Jetons alle 45 Minuten kaufen. Nur so nebenbei. Apropos, Exonice 42 hat übrigens 5 Subs geschenkt. Ich glaube, da habe ich gerade gerantet über Glücksspiel. Danke Exonice für das großzügige Subgeschenk, Mann. Wenn ihr den F habt, Jungs. F, Bruder. Danke. Max, danke auch für die 41 natürlich. Effig. Und was sagst du? Lululu, Muna Forever? Dankeschön, Bro.
got off lucky, homie. Hey, how you doing? Was soll ich gerade sagen? Ihr sagt, ich soll Aktien kaufen, aber ich weiß ja gar nicht, welche Mission ich annehme, Chat. Das wäre cheaten, wenn ich jetzt einfach googeln würde, welche Mission richtig ist. Bro, alles in Ordnung? Was hängst du hier so rum? Bro. 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 Bro, steh auf. Komm raus da. Chat, ich glaube, es gibt... Oh, ich wollte gerade sagen, es gibt keinen besseren Moment, um auf Toilette zu gehen, aber es hat aufgehört. Oh. Ich brauche irgendeinen Ballerschaum. Komm schon, gib mir irgendwas Cooles. Ein Banger. Kein Banger. Ist schon Banger, aber passt gerade nicht zu der Tageszeit. Next. Oh, damn. Da haben wir den Banger gefunden. Sorry about that. Damn, es hört auf. In dem Moment, wo ich vibe. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie, I'll be in touch. Welche Aktien soll ich kaufen? Das hat er mir jetzt nicht direkt speziell erklärt. Okay, wir Chat nicht vorsagen bitte. Ich denke nur laut. Nicht petzen. So be prepared for scientific results that will literally blow you away. TCS Energy Pro. The scientific sports hat er gesagt? Was soll ich kaufen? Fruit? Moment. Das ist so ein seltener Moment, wo ihr euch alle quasi solidarisch zusammenschließt, um mich fertig zu machen und mir sagt, kauf Fruit, damit du dein ganzes Geld wieder verlierst, was wir gerade bekommen haben. Ihr wisst schon, wie so ein Ding, wo ihr nicht miteinander redet, aber quasi alle gleichzeitig quasi die gleiche bösartig motivierte Idee habt. Ich will nur sicher gehen, okay? Das passiert manchmal hier. Öfters. Okay. Wir fahren ein bisschen näher ran. The stock market plunges deep into painful territory, and illegal immigrants begin to wonder if America is a third world country. A multi-million dollar car rigged with special effects. Hier auf Info, da kannst du den Textverlauf nochmal nachlesen. Boah, das sagst du mir nach ungefähr 18 Stunden Gameplay? Oh, ein Cheat. Da, Info? Wo? Da? Ey, scheiße, Jungs. Wenn ich das vorher gewusst hätte. So, okay. Der Bastard. Vermögen verdient. Private Daten. Höchstbieter für auf Moskau, Teheran, bla bla. Bietet Interesse. Beschissen. Silber und Tabletten. Okay, beruhig dich. Verlässt mich für uns. Verrückt. Skinner. Antreffen. Schau mir meinen Aktienkurs. In der Zwischenzeit schaue ich mir meinen Aktienkurs von Fruit an. Heißt das, ich soll. Moment. Musik, stopp. Ich muss konzentrieren. Heißt das, wir kaufen Fruit? Oder heißt das, Fruit wird sinken? Wisst ihr, was ich sage? Fruit kann man da kaufen, bei Borsk. Ist sowieso cooler hier. Fruit ist derzeit bei... Nun, stagniert. Also ich kaufe Fruit und Fruit wird steigen mit der Mission, ja? Ihr seid sicher, dass ich mein gesamtes Geld mal wieder in Aktien reinpumpe. Wobei, ich kann gar nicht mein gesamtes Geld reinpumpen, oder? Ah doch, das ist mein gesamtes Geld. Nun, ihr würdet mich nicht anlügen, also auf geht's. $12 haben wir noch in der Tasche, Chat. Nein, keine Sorge, ich vertraue euch blind, ich brauche nicht vorher Speicher. Ihr würdet mich niemals anlügen. Wir sind doch alles Freunde, Verbündete, Komplizen.
must be my girl. Hi there, beautiful. Banger. You wanna party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Hey, babe. No browsing. It's bye now or bye bye, honey. Yeah, I hear you. Just get the fuck out of here, Nutless. How am I supposed to do any business with you creeping me? Girl's a fucking. Ja, ihr sagt, kauf auch die Aktien mit Michael und Trevor. Aber wenn ich doch jetzt auf Michael oder Trevor wechsle, dann ist doch die Mission abgebrochen, Bros. Bevor ich die Mission akzeptiert hätte, gewusst hätte, Fruit zu kaufen, hätte ich mit allen dreien das gekauft, richtig? Das wusste ich ja nicht. Außer, ihr hättet gepetzt. Aber ihr habt nicht gepetzt. Free country. This ain't your sidewalk. Hey, what up, girl? You won't get down? What? Okay, was habe ich getan? Ich habe die ganze Zeit gequatscht und pausiert und ich habe nicht mitbekommen, was passiert ist. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want a party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Nun, guck mal, ich kann ja nicht mal auf die wechseln. Seht ihr, was ich meine? Es geht nicht mal. Selbst wenn ich es machen wollen würde, es geht nicht. Ach so, die Prostituierte zeigt auf den Wagen, den ich umnatzen soll. Mit anderen Worten, ich soll nicht mit ihr quatschen, ich soll quasi hier warten. Jungs, ich mag Lesen nicht so gerne. Ich bin ganz ehrlich, Lesen macht mir Probleme. Lesen ist eh nur für Menschen, die, So, ihr wisst schon, was ich sage. Now you gonna work or not? Cause I got plenty of other girls who ain't got a problem making money. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. I'm waiting for someone. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. Hab ich, die Investition immer noch getätigt? Oder ist die, mittlerweile... Ja, wir sind immer noch im absoluten Nullgewinnbereich, Chat. 0% Gewinn, okay? PewPew HD, danke für die 9 Monate. Und Mr. Blank, danke für die 22 Monate. Danke für eure Resubs. Besonderen Dank übrigens auch nochmal an Exonice für das Subgeschenk. Nochmal ganz ordentlich, Bro. Danke. Hey, Baby, what can I get for 10 bucks? You can get the bus home. Hey, hat sie auf das Auto gezeigt? Get the fuck out of here. Ah, warte. Sie hat einmal, ja. War das ein Zeigen oder war das nur mit dem Arm in die Richtung von ihm schlagen, damit er sich verpisst? Hey, Baby. You miss me? I was starting to think you weren't coming. Ah, so viel dazu. Oh, you such Zeigen bedeutet einsteigen. What's this guy's problem? You know, I don't even feel bad about it. Das ist das perfekte Verbrechen, oder? Hast du fahrenden Auto erschossen und instant durchgezogen. Keine Chance, wo kommst du denn her? Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Oh, maximale Punktezahl, Chat. 100%. Ignoriert die Zahl da unten. Das bedeutet 100%, nicht 75. Okay, let's go. Moment. Haben wir jetzt direkt Profit gemacht? Okay. Power Pop and Classic Rock. Two sides of the same beautiful coin. Power and the glory of the music biz. Ah, yes. Sure, it ain't much, but it's better than being a judge on fame or shame. Nehmen wir die 250.000 mit? Oder war... Okay. Ich glaube, bei Borsec, also bei der Art von Marktbörse oder wie auch immer, geht das schneller. Da müssen wir nicht wie bei der anderen 6 Tage warten oder so. Hier war doch irgendwo ein F. Ah, da oben. Am Arsch der Welt.
Gibt es nicht irgendeine kleine Mission, die wir machen können? Irgendwas Cooles? Hier, du? Ah, mein Spotify ist angegangen. Ich hab schon gefragt, wenn Musik herkommt. Sorry, Jungs. Okay, Real Talk Chat. Wenn ich jetzt auf Trevor oder Michael wechseln würde und jetzt eine Fruit-Aktie kaufen würde, dann würde ich doch quasi Geld verlieren, oder nicht? Also ich meine, selbst wenn ich jetzt auf die anderen wechseln würde und noch schnell Fruit kaufen würde, wäre es doch eigentlich schon zu spät, oder? Weil der Typ ist gestorben. Alter Tessos, übrigens, für die 55. Besten Dank, Mann.